Du machst alles besser als der Bachelor davor und denkst dir so, naja, ist jetzt schön, was ich mir aufgebaut habe, aber ich würde auch richtig gerne alles mit dem Arsch wieder einreißen. Hallo und herzlich willkommen bei Trashkurs mit Lena und Tessa. Bei uns geht es hier um deutsche Trash-TV-Formate und Z-Promis, Influencer. Heute um die wichtigste Show des Jahres, den Bachelor, ums Finale. Und Leute, wir haben alles dabei und nichts. Ich habe mir eine kleine Kuscheljacke angezogen, extra fürs Finale, und ich fühle mich jetzt auch ready so. Von deiner Oma. Mir fehlt noch so eine kleine Tasse. Du bist voll süß. Papa, darfst du wieder lächeln? Ich weiß. Was soll ich machen? Oh, hör auf, ich werde sofort aggressiv. Hey, okay, jetzt geht's los. Die finale Show. Es geht runter und drüber, vorwärts und rückwärts. Was zur Hölle? Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich bin mir so sicher. Leute, wir haben unzählige 4 Stück bekommen. Was nun an den Gerüchten dran ist, bleibt bis zum Ende an dieser Folge dran, und dann werden wir auf jeden Fall schon drüber quatschen. Warten jetzt Na nie klar. auf dieses sinnlose Wiedersehen. Es brodelt in uns allen. Also, finale Show. Fangen wir an. Eigentlich zwischen Mimi und Steffi. Ja, das müssen wir nochmal kurz zurückrufen, weil das vergisst man gerne mal. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, es wird Mimi. Und dann kam ja Michelle dazu, dachte, oh, vielleicht wird es auch die, die wurde rausgeschmissen. Ich war mir eigentlich also sicher, es wird Mimi, weil, come on, Steffi, no. Ich finde generell, man muss gar nicht so viel sprechen eigentlich über diese letzte Folge, weil die immer langweilig ist für mich sonst, weil diese ganzen Rückblicke und so dann nochmal, oh guck mal, hier waren wir auf dem Hochhaus, guck mal, da haben wir zusammen so getan, als würden wir was essen. Habe ich alles gesehen, weiß ich, muss ich nicht nochmal gucken. Er erzählt uns ja erstmal direkt zu Beginn der Folge, dass er sich nach der Entscheidung, nach der Halbfinalsentscheidung sozusagen, sich ja direkt abends noch mit Michelle getroffen hat. Und wie im späteren Verlauf auch raus, kam er dann so gemeint, er hätte mir vorher keinen Kontakt gehabt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich dich an dem Abend kontaktieren soll. Also hat das Ganze wohl über Ja. Instagram stattgefunden. Und die haben sich direkt nach der Entscheidung wohl noch getroffen, sind ganz viele Tränen geflossen, und Michelle hätte endlich mal ihre Gefühle offenbart. Wir bleiben noch ruhig. Da muss ich aber sagen, also das glaube ich ja tatsächlich, weil wir haben ja auch schon festgestellt, als sie rausgeschmissen wurde, dass so ein bisschen so eine Last von ihr abgefallen ist und sie endlich mal ein bisschen quasi aus sich rauskommen konnte, weil sie weiß, jetzt kann es eh nicht schlimmer werden. Nichtsdestotrotz finde ich die ganze Aktion natürlich ein bisschen seltsam. Und er hat ja auch gesagt, er weiß, es ist ein Regelverstoß, aber er hat es trotzdem gemacht. Wie verfahren wir da jetzt? Und RTL sagt, kein Problem, ist nicht schlimm. Du, eigentlich sogar ganz gut für uns, weil Ist ja. RTL sagt nie Nein Nee. zu so einer Chaos-Situation. Dann zieht er trotzdem noch das Date mit Mimi durch. Kino, Rückblick, alles wunderbar. Da hat er nasse Augen, da ist es feucht, da weint er, da wird ganz viel geknutscht, da wird sich ganz viel umarmt. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich mag Mimi nicht, ja, aber ich fühle das schon. Die beiden in dieser Ja. Situation, in diesem Moment, mit diesem Rückblick, das würde ja an keinem von uns vorbeigehen. Aber ich fand, dass er gerade auch auf der Autofahrt zum Kino, er hat die fast nie angeguckt. Und Genau, und da da. hatte der ja auch so was Kurzes gedroppt, so von wegen, ach, naja, und Mimi auch direkt so. Oh, Ja? cool. Was ist Das hier wird ja ein los? geiles Date. Das macht so Spaß hier mit dir. Ich habe mir dann, als ich es dann noch ein zweites Mal geguckt habe und ja schon wusste, wie es ausgeht, habe ich mir dann überlegt, finde ich das Kacke, wie er jetzt mit ihr umgeht. Aber natürlich, du kannst ja auch nicht ihr jetzt da beim letzten Date die kalte Schulter zeigen, weil er hat ja trotzdem irgendwo Gefühle für die. Das glaube ich ihm ja auch, dass er meint, es immer so befreit und unbeschwert mit ihr und so, klar. Aber ich habe das gesehen und dachte mir, die Mimi auch, wie du auch schon sagst, auch wenn ich sie eigentlich jetzt so nicht als die sympathischste empfand, tat es mir jetzt leid für sie. Versetz dich jetzt mal da rein. Ich Dieses habe es letzte doch Date, du bist gesagt. übelst verschossen in diesen Menschen. Na Und klar. dann noch die Nacht und der Morgen. Und du denkst so, ja, Mann, ich bin voll into it und es ist alles geil. Wie sie
Die Szene, wie sie im Flur nochmal das Interview abgeben musste, fand ich Mimi am aller realsten. Ja, so real habe ich die in der ganzen Staffel noch nicht einmal erlebt. Da habe ich die komplett gefühlt. Ich habe dir alles abgenommen. Jeden Blick, jede Geste, alles. So, dann ist mir in der Zwischenzeit wieder Blinzeln-Nico aufgefallen. Es ist ja nie nur, dass der Kopf wackelt, sondern es ist immer dieses und dann immer, wenn man so, wenn Leute was deutlich machen, dann so, du weißt doch, wie es ist. Weißt du, was das ist? Das ist eigentlich, macht man so langsam Blinzeln für Katzen, wenn die einen angucken, dass man sagt, ist alles cool, ich habe kein Problem mit dir. Ach, und gut, dass du mir das sagst, dann habe ich vielleicht zukünftig auch kein Problem mehr mit Katzen. Vielleicht wollte er das Mimi einfach so ein bisschen darbieten. Und ich habe es total gefühlt, als sie meinte, ich will mich von dir einfach nicht verabschieden. Und dann in so 5 Minuten diese unangenehme Situation, wo du weißt, du musst eigentlich gehen, aber du willst es nicht, weil du nicht weißt, ob du ihn danach nochmal in dieser Konstellation wiedersehen wirst. Hat mir auch ein bisschen das Herz gebrochen. Ein bisschen aber nur. Dann quatscht Nico ja auch direkt schon von einem Verlobungsring. Da dachte ich kurz, okay, hallo, du hast gerade ein übelstes Chaos. Step back, Junge. Er weiß ja von seinem Chaos. Du kannst da jetzt nicht bei der von einem Verlobungsring reden. Hast nämlich das Gespräch mit Steffi geführt. Boy, Alter. Ja, und dann, zu dem Zeitpunkt wusste Mimi ja auch noch nicht, dass er sich mit Michelle nochmal getroffen hat. Das war die noch komplett nicht klar. Ah, nee. So. Ja, Steffi dachte auch, sie macht sich fertig und hat sich nochmal unterspritzen lassen für das große Finale-Date. Das reicht mir jetzt wirklich. Steffi, sorry, du schreibst uns noch, was du wohl alles gemacht haben sollst, außer die Nase. Ich weiß nicht, guck vielleicht die finale Folge. Da ist die Lippe, da ist ja alles glatt. Also, es tut mir was. Kam mir aber auch so vor. Ich habe sie angeguckt und dachte, irgendwie ist ein bisschen was anders, ist schon viel straffer hier. Ich weiß ja nicht, oder ob sie gerade hier ein Face-Training gemacht hat. So, wir müssen aber jetzt mal dahin kommen. Nico hat ja dann bei Michelle angerufen. De Rose. Ich dachte, als ob du den nicht eingespeichert hast. Also bitte. Hier ist De Rose, wer ist da? Also, ja, Mimi, ich bin's. Kannst du bitte nochmal wiederkommen? Bla, 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 bla. Die Tränen sind geflossen. Ich dachte, du rufst gar nicht mehr an. Natürlich möchte ich zurückkommen. Sie hat richtig geweint am Telefon. Und sie war ganz, ganz doll erleichtert. Und das kann ich ja noch nachvollziehen, ne? Dass man nach einer so einer Aktion sich denkt, komm, zweite Chance, let's do it. Aber dann gibt es ja für Nico noch das große Problem. Let's go to Steffi. Wie Steffi die Tür aufgemacht hat, überrascht war und du gesehen hast in dem Auge, ich freue mich hier, cool, dass du da bist. Und er sagt, wir müssen mal reden. Und das andere Auge, fuck, warum bist du da? Oh nee, oh Mann, und dann das Team in diesem Mini-Hotelzimmer, die standen bestimmt alle so ganz eng aneinander. Ja. Und da sind dann, die Situation an sich ist ja schon sowas von unangenehm. Und dann stehen da halt einfach noch fremde Leute rum, die das Ganze filmen und du weißt, das wird jetzt einfach ausgestrahlt, das ist im Finale und der Typ sagt dir, sorry, nee. Dir wird im kleinstmöglichsten Raum einfach einen Korb gegeben und da stehen 10 Leute drumherum und du hast dann so einen übelsten Strahler in der Fresse und denkst so, Mano. Und ich habe aber auch, also sie hat gut reagiert, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da reagieren soll. Man hat auch einfach den Schock ihr angemerkt. Sie hat zwar gemeint, sie wäre nicht so geschockt, hat ja dann auch noch gesagt, ganz ehrlich, ich wusste die ganze Zeit, dass du dich niemals für mich entscheiden wirst. Boom! Und Nico wieder. Tat mir auch leid. Ja. Da muss ich mal sagen. Ja, ich wusste es auch. Da muss ich mal sagen, da fand ich die erste Situation in diesem Finale, wo ich dachte, ich hätte ihm das sowas ja eigentlich nicht so richtig zugetraut. Ich dachte, das ist ein Typ, der immer darauf bedacht ist, dass die Person gegenüber sich ganz, ganz doll wohlfühlt. Und da fand ich, hat er einfach nicht die guten Worte gefunden. Ich meine, du findest da auch keine guten Worte für sowas. Er hätte ihr ja irgendwie vielleicht noch ein bisschen ein gutes Gefühl geben können. Nicht jetzt im Sinne von, hey, ich finde dich trotzdem süß. Aber er war einfach da und war so...
Ja, aber also ganz ehrlich, wie willst du denn in der Person trotzdem noch ein gutes Gefühl geben? Willst du mit solchen Phrasen ankommen von wegen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir und ich hoffe, du findest irgendwann den richtigen. Es bleibt ja einfach scheiße und ich glaube, das war Nico auch klar. Er war übelst überfordert damit, ohne dass ich ihn jetzt in Schutz nehmen möchte, ne? Aber er war auf jeden Fall überfordert damit und ich glaube, ich an Steffis Stelle hätte mir auch gewünscht, dass da mehr gesagt wird, aber ich kann auch Nico verstehen, dass er denkt so, es ist halt völlig egal, was ich sage gerade, es macht nichts besser, also halte ich einfach direkt meine Klappe. So. Rand. Ja, Nico geht raus und dann es bricht bei Steffi. Auch völlig verständlich, brauchen wir keinen Shame für. Also das ist, hätte mich in Bad eingesperrt. Am Ende hätte ich, stell dir mal vor, die wollte vielleicht im Bad heulen gehen und die Leute von der Produktion haben so, nee, du kannst sofort gehen. Wir brauchen eine Aufnahme, wie du jetzt hier weinst. Ganz kurz nur. Wir müssen auch noch kurz fragen, wie fühlst du dich jetzt? Wie denn? Ich fühle mich eigentlich ganz okay. Total geil, ey. Alter. Gut. Steffi haben wir abgesägt. Ein Problem weniger. Let's go to Michelle. Nee, Quatsch. Aber so kann ich heute los. Nee, aber ich fand die ganze Situation irgendwie ganz schnell abgearbeitet, was auch besser ist, weil es war einfach zu unangenehm auch zu gucken, aber es hat einen komischen Vibe versprüht, um in Love Island zu bleiben. Es bleibt ja alles ein komischer Vibe, wenn man die Sachen im Hinterkopf hat. Jetzt gucken wir uns an, wie Michelle wiederkommt. Tränen in den Augen, umarmt, geknutscht, alles wird gemacht. Es wird aufgedeckt, dass Michelle diejenige ist, die damals bei Instagram auf die süße Hundestory von Nico reagiert hat. Und sie ja praktisch damit den ersten Schritt gegangen ist. Ach, jetzt, also Mädel, machen wir uns mal bitte nichts vor. Ihr habt selber in dem Rückblick gesehen, du hast die Gusche nie aufbekommen. Also es war aber eigentlich abzusehen, ich bin gerade voll in Rage, tut mir leid. Es war eigentlich abzusehen und darauf sind wir nie richtig eingegangen. Sie hat ja direkt in der ersten Folge schon geweint und hat gesagt, dass sie einfach so, so gerne endlich jemanden finden wollte, bei dem sie sich wohlfühlt, sicher fühlt und dem sie vertrauen kann. Es war direkt in der ersten Folge. Aber für den sie auch genug ist. Ja, das hat sie ja dann bei Rügen gesagt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ach so. Deswegen ist es eigentlich fast, sie hat in der ersten Folge schon klar gemacht, wie unsicher sie eigentlich als Person ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand trotzdem, dass sie jetzt bei diesem Date, weil sie einfach jetzt so eine gewisse Sicherheit, glaube ich, von ihm auch bekommen hat, viel offener war. Also die hat ihn ja nur angehimmelt. Die war ja wie eine 14-Jährige, die irgendwie ihr ersten Schwarm sieht. Die war die ganze Zeit so, das war mir so sicher mit dir. Die war wie ausgewechselt, die hat über Gefühle gesprochen. Die hat gesagt, bitte bleib bei mir, ich möchte dich bei mir haben. Voll. Und egal, wie es ausgeht, Nico meint noch, dann hast du mich an der Backe. Sie so, nee, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Ja, voll. Okay. Oh. Ich will jeden Morgen mit dir aufwachen. Kannst du das ausmachen an einer Nacht? Okay. Dann gab's noch eine Klaviersituation. Ja, gut, okay. Überspringst, schnell weg. Gut, ich war mir eigentlich da klar, weil ich gesehen habe, er hat sie angeguckt, sie hat ihn angeguckt, die Blicke, da war Feuer drin, ich habe Herzchen überall gesehen, es muss da jetzt Michelle werden. Und wir haben auch schon gesagt, er kann es sich eigentlich nicht leisten, sie nicht zu nehmen, nachdem er sie zurückholt. Weil ich dachte, RTL greift da auch mal ein und RTL wird dann sagen, nein. Leute, Nico, jetzt sammelst du dich mal, Junge, gehst mal in die stille Ecke, das kannst du so nicht bringen. Nö, RTL sagt, klar, richtig geil. Das dramatisieren wir noch mal ein bisschen. Und los. Und ist Feuer. Ist doch sofort für die gefundenes Fressen. Der Nico ist auch, ich muss jetzt mal sagen, ich fand's, vielleicht haben die den auch ein bisschen nicht ausgenutzt, aber der wirkte halt so unsicher. Wirklich, ich fand er immer, wie er mit der Produktion gesprochen hat, kann ich das jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Die war doch total süß. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ob das die Mutter von dem ist, hat er sich schon jemals mit irgendwas auseinandergesetzt, was sowas angeht? Es wirkte halt auf mich nicht so. Das Schlimme ist daran, dass man in diesen Zwischensequenzen, wo er mit der Produktion spricht, man kann ihn irgendwie verstehen und man findet ihn in dem Moment sogar noch irgendwie wieder sympathisch und denkt sich, ach Mensch, Boy, will ihn in deine Haut stecken. Aber er reißt alles mit dem Arsch wieder ein. Leute, wir kommen jetzt zum Finale. Naja, ja. Es kommt zum Finale.
Ja, dieser Moment, du weißt nicht, okay, du denkst zuerst, kommt Mimi. Mimi sagt, oh Gott, er guckt nach unten, ich bin raus, scheiße. Auf einmal mitten im Gang, Schnitt, Michelle ist am Schlüssel. Dann denkst du, okay, es ist Michelle die Erste. Okay, die fangen auch zuerst an zu sprechen. Naja gut, okay, vielleicht gibt es dann in der Mitte nochmal einen Schnitt und dann kriegst du nicht mehr durch. Aber nein, es sollte einfach die ganze Zeit beim Gespräch mit Michelle bleiben und es war einfach nur schlimm. Es war ein dummes Gelaber. Du hast ihr an irgendeinem Punkt, also du hast genau den Punkt fest ausmachen können, wo sie gemerkt hat, okay, das geht ja gerade in eine falsche Richtung. Und das fand ich auch krass, weil ich da irgendwie fand, dass sie schon eine deepere Connection haben, weil man hätte das immer noch, wenn man ihn jetzt nicht wirklich gut kennt, so auslegen können, dass er trotzdem noch darauf kommt, ihr die Rose zu geben. Aber sie hat gemerkt, okay, das ist es, das war es jetzt hier irgendwie scheinbar für mich. Ja. Und ich fand ihren Blick, ich fand den so krass, wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte so Angst vor der, nicht, dass die jetzt irgendwas macht, aber so dieses Typische, ich bin so enttäuscht von dir, dass ich sauer bin, aber ich kann dazu nichts sagen, weil mir einfach die Worte fehlen. Ich weiß nicht, ich habe was gerade, los ist. Ich habe gerade Gänsehaut. Ich habe gerade Gänsehaut, wie du es erzählst und ich die ihren Blick wieder drin habe und du einfach nur so denkst, fuck, Alter, wenn dir sowas passiert, ne? Und wie sie dann auch noch sagt, wo er noch irgendwas retten will und der Meinung ist, ey, alles, was ich gesagt habe, wie so, kannst du stecken lassen. Und wie sie in dem Auto sitzt und dann auch nochmal sagt, wirklich, dieser Typ ist keine einzige Träne mehr wert. Man fühlt die so doll, man denkt sich, what the fuck, Nico? Du kannst die doch nicht zweimal hintereinander so bloßstellen. Und es war ein absolutes Bloßstellen. Meiner Meinung nach hat Nico absolute Mindgames mit der gespielt. Es ist so, weil der sie einfach nie unter Kontrolle hat. Die war so ein bisschen, Michelle sollte ihr Ego pushen. Die sollte nur zurückkommen, damit sie ihm nochmal klar macht, wie sehr sie ihn will und was für ein geiler Typ die ist. Und dann schießt er die wieder ab, weil Mimi hat er einfach unter Kontrolle. Das ist eine sichere Sache. Das ist absehbar, was da passieren wird und wie sie sich verhalten würde, bei Michelle halt nicht so wirklich. Und wie kann man denn alles mit dem Arsch einreißen, Tessa? Ich werde wahnsinnig. Frag mich doch mal. Nico, wie geht das? Mal eine kleine Anleitung. Ich habe mir einfach nur währenddessen, als sie dann im Auto war, so gedacht, das ist für sie so schlimm, weil sie, wie gesagt, am Anfang ja schon meinte, ich bin so mega unsicher und ich will einfach jemanden finden. Und es hat sie jetzt so lange gebraucht, sich irgendwie ein bisschen zu öffnen. Eigentlich bis zu ihrem ersten Rausschmiss nicht richtig geöffnet. Und dann holt er sie zurück und sie denkt sich, jetzt geht's los und kriegt dann wieder eine rein. Die wird doch nie wieder so, Vertrauen so schnell finden können. Naja, dazu kommen wir ja klar, wie schnell Michelle dann doch wieder Vertrauen findet. Ich meine, zu dem anderen Mann. Mimi denkt sich erstmal nur, ist noch fun. Natürlich ziehe ich ein dunkelblaues Kleid an, weil ich denke sowieso, ich bin gegen Steffi im Finale. Und ganz ehrlich, Leute. Steffi, come on. Wie er ihr dann wirklich, als sie da ankommt und er gibt ihr 3-4 schöne Worte und dann sagt, aber übrigens, ich muss dir mal was sagen, ich muss auch ehrlich zu dir sein, hat er so scheiße geredet, wie ein einstudierter Vortrag. Du stehst nicht gegen Steffi im Finale bei ihr. Ich bin doch nicht mehr so sicher, ob das hier was wird, sondern gegen Michelle. Der Blick so. Ja. Und dann haut er, also jetzt muss ich mal fragen, müssen die Bachelors und die Bachelorettes sagen bei der letzten Rose, ich habe mich in dich verliebt, weil für mein Gehirn kannst du nicht in so einer Situation nach so ein paar Dates sagen, ich bin in dich verliebt, meine Gute. Wie denn? Wie willst du verliebt sein, wenn alles rosig ist und es kein Problem gibt? Oder bin ich jetzt falsch? Also da bin ich grundsätzlich erstmal die falsche Ansprechpartnerin, aber ich würde schon denken, also man sieht es ja auch bei Mimi, also dass man da sie ist also verknallt, verliebt, aber nicht verliebt. Oder, ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich würde da nochmal einen Unterschied machen zwischen ich bin verknallt und ich bin verliebt, aber Nico ist auch über 30, ich weiß jetzt auch nicht, ob der solche Abstufungen macht und der hat ja die ganze Zeit das schon so es wurde ja immer, sie war die erste Frau, mir Sicherheit und bla bla bla. Und ich muss auch sagen, gab es schon mal jemals einen Bachelor im Finale, der so eine kranke Liebeserklärung gemacht hat? Leute, ich sympathisiere noch nicht mehr mit Mimi. Und ich saß ja zu Hause und ich hatte kleine
Tränen in den Augen, Tränancen hatte ich hier. Es wurde nass auf einmal. Ich dachte, was ist denn hier los? Da erzählt er irgendwas von, ja, Traumfrau, du bist mein Zuhause, du bist mein Lieblingsgedanke. Dann sagt er auch noch, dass die Emo-Quote schlechthin, wenn du springst, dann springe ich aber wohl mit dir. Und ich denke, was zur Hölle ist denn jetzt? Ich habe nur gedacht, bei diesem Satz habe ich gedacht, unfassbar peinlich, weil es eine Anspielung auf das erste Date war. Ich dachte so, das. Ja, also das ist mir, das, also, aber es war richtig, aber richtig, richtig doll und intensiv. Und dann sagt er noch so wirklich, also so war ja, es war, hat ja nur gefehlt, dass er so macht, ich bringe mir jeden Tag Croissants zum Frühstück mit der Notfalltasse Kaffee. Und dann fehlt nur noch, wie er so eine Strähne so hinters Ohr noch macht bei ihr. So. Ja, Leute, aber du kannst ja als Frau dann nur sagen, geil, das ist mein Mann. Du brauchst nicht mehr zu zweifeln eigentlich. Nee, so, und Mimi hat ja eh noch nie gezweifelt. Mimi hat doch eh noch nie gezweifelt. Ja. Er musste sie ja dann immer überzeugen. Und dann heißt es, willst du jetzt eine Rose haben? Ja, hätte ich schon gerne, super. Und dann haben wir ab. Ich pack dich ein, wir haben einfach ab. Okay, weil es euch so schlecht ging hier. Ja, stimmt. Oh, ey, sorry, ich hau einfach ab. Ja, so, das war dann eigentlich auch schon das Ende des Finals. Und man sieht in der Vorschau zum Wiedersehen, welches dann nächste Woche läuft, Mimi sitzt ja mit so einer Gusche da. Ganz schmallippig. Ja. Michelle weint. Und ich dachte so, okay, ich bin jetzt gänzlich verwirrt. Ich bin schon verwirrt gewesen, als er sich für Mimi entschieden hat. Denn... Ja. Wir können es ja jetzt einfach hier alles mal so ein bisschen droppen. Stopp. Wenn ihr ab jetzt nicht gespoilert werden wollt, wenn ihr sagt wollt, ich will bis zum Wiedersehen warten, dann müsst ihr jetzt ausschalten. Weil jetzt wird's crazy. Also für alle Adrenalinmäuse drin. Okay. Also ich hatte von Anfang, also was heißt von Anfang an? Aber also ich glaube, ab der dritten Folge hatte ich eigentlich die Info, dass es Michelle wird. Wenn man sie gesehen hat. Genau, ich habe auch ein paar Freunde in Köln und die wurden auch von einem Kumpel tatsächlich gesichtet. Ja, die wurden von einem gesichtet. Oha. Und der ist noch nicht mal so richtig drin, der hat das alles so nebenbei mitbekommen und gesagt, so, hä? Lena, bist du nicht versteckt? Und ich so, what? Aber also es war ja irgendwie eh von Anfang an klar, dass es zwischen Mimi und Michelle sich entscheiden wird. Dann dachte ich, okay, er holt sie zurück. Auf jeden Fall entscheidet er sich. Also, das ist ja eine klare Sache jetzt hier. So, er entscheidet sich für Mimi. Gut, da dachte ich erstmal, hä? Bin ich jetzt blöde? Was soll das? Nervt mich. Und direkt kam die Meldung eigentlich über alles. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier großartig noch jemanden spoilern. Dass er Mimi wahrscheinlich nur eine Woche frische Croissants jeden Tag gebracht hat. Ja, ich habe sogar gelesen, ich habe kurz vor der Aufnahme noch mal kurz nachgeschaut. Angeblich direkt nach dem Finale stand da drin. Also ich hoffe, dass das eine Fehlinformation ist, weil das wäre so heftig krank. Alter, das kann ich nicht bringen. Aber wie definieren so Zeitungen halt direkt, also eine Woche wäre vielleicht auch direkt. So. Aber Alter, selbst eine Woche ist übelst hart. Selbst eine Woche später ist, alles ist daran hart. Er hat anscheinend Mimi abgeschossen und ist wieder zu Michelle. Und Michelle, die ja angeblich kein Selbstvertrauen hat, zweimal wird ihr eine reingehauen. Sie wird bloßgestellt vor ganz Deutschland und Michelle denkt sich, ein drittes Mal, da bin ich doch wieder dabei. Alle guten Dinge sind drei. Soll ich dir mal was sagen? Das spiegelt ja eigentlich genau ihre Unsicherheit wider. Ja. Dass sie nicht sagen kann, ey, es ist mir jetzt zu viel mit dir und ich bin auch so alleine genug, verpiss dich mal mit deiner Scheiße. Sorry, aber ja, keine Ahnung, wenn sie jetzt glücklich sind, wir wissen ja auch nicht, was passiert ist. Vielleicht haben sie sich ja richtig geil ausgesprochen. Vielleicht war das ja auch alles hier nur ein Game. Habe ich auch mal einen ganz kurzen Gedanken dran verschwendet. Er sagt doch aber zu Michelle, sagt ja wirklich zu Michelle, ich habe mich in Mimi verliebt. Das stimmt, das fand ich auch frech. Du musst deine Worte dann klar wählen, wenn du dir zu dem Zeitpunkt immer noch nicht zu 100% sicher bist, machst wie Schwanbasti und nimm niemanden
Und selbst wenn du Mimi nimmst, lass dir wenigstens 3 Monate Zeit. Und nee, also ich will nicht wissen, wie sich Mimi fühlen muss. Also nee, Leute, das ist doch eine kranke Kacke. Ich möchte sowas nicht mehr angucken. Und das Schlimmste daran ist, ich hatte irgendwo gelesen, dass das wohl gar nicht so beim Wiedersehen thematisiert werden wird. Also zumindest die neue Beziehung zusammen sind, aber dass er irgendwie mit Michelle ist, das wird irgendwie gar nicht so thematisiert. Was ist denn das für ein sinnloses Wiedersehen? Frauke, informiere dich. Ich fand, die ganze Bachelor-Staffel war aber eigentlich für die Produktion, also für RTL, übelst schlau gemacht. Ne, weil das so eine Mischung war. Es war trotzdem noch halbwegs niveauvoll. Also es war nicht hier Are You The One Asozialität. Es war aber trotzdem genügend Drama außerhalb dieses ganzen Bachelor-Universums, mit dem ich habe die einfach getroffen gegen die Regeln. Ich rufe die an, ich hole die zurück. Es war so ein bisschen hatte so ein bisschen Soap-Charakter schon. Ja. War aber real life und dadurch war es irgendwie voll krass, fand ich. So. Und auch so dieses, also ich fand generell auch die Produktion hat vieles anders gemacht. Also diese Zwischenaufnahmen, alles viel nahbarer irgendwie. Ja. Fand das wirklich sehr gut. Und Nico hat natürlich die absolute Heldenreise in Reverse hingelegt. Also gerade nach Schwan, Basti und André Mangold hat sich ja so 2 Jahre Zeit gelassen. Er war ja 2 Jahre richtig gut, ist dann abgebrochen. Und Nico hat das alles in einer Bachelor-Staffel durchgemacht. So gestartet und einfach direkt so gefallen. Du machst alles besser als der Bachelor davor und denkst dir so, naja, ist jetzt schön, was ich mir aufgebaut habe. Aber ich würde auch richtig gerne alles mit dem Arsch wieder einreißen. Er hat ja selber gesagt, er ist die absolute Fehlbesetzung. Und es geht schneller, wenn du anfängst zu sagen, was an ihm gut ist, als was an ihm schlecht ist. Ich meine, es entschuldigt natürlich trotzdem nicht sein Verhalten, was da an den Tag gelegt wurde. Aber für mich zeigt das einfach, jetzt mal Fazit, um ein Fazit zu ziehen, der Typ ist, auch wenn er über 30 ist, absolut unsicher in diesem ganzen Beziehungszeug, finde ich. Zumindest weiß einfach nicht, was er genau haben will. Ist einfach absolut fehlplatziert gewesen als Bachelor. Ist bestimmt privat super nett, glaube ich wirklich. Und was würde denn der Bürgermeister, der die drüber denken? Ja, weiß ich nicht. Also der denkt sich bestimmt, Mimi und Steffi, die kriegen wir in der Familie auch noch unter. Wir haben ja noch einen Sohn. Der hat ja schon gesagt, die findet alles super. Ja, und Steffi, also ja. Steffi fühlt sich an, als ob ich die schon seit Jahren kenne. Oh Gott, stell dir mal vor, das kommt wirklich noch raus jetzt. In diesem ganzen Wirrwarr ist Steffi jetzt noch mit dem Bruder zusammen und so mit Nikos Schwester. Stopp an dieser Stelle. Geil. Aber würde es uns wundern? Es würde mich nicht mehr wundern. Nein, mich wundert hier gar nichts mehr. Ich bin raus. Also ich werde so. Ja, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz sagen, wir haben ja bisher die Wiedersehensfolgen eigentlich nicht noch mal als Extra-Folge mit aufgenommen. Das werden wir aber dieses Mal machen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein bisschen Feuer dabei sein wird. Es wird auf jeden Fall viel geheult und das ist ja schon mal wichtig. Das ist wichtig. Auf was anderes kommt es uns nicht an. Oh, ich höre auf zu reden. Was ist denn jetzt los? Schluss, ich bin raus, ich sag nichts, aber bitte mach die Verabschiedung. Okay, Leute, dann vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu kommentieren, wie ihr sein Verhalten findet, auch wenn wir uns das alle denken können. Kommentiert auch gerne was anderes, Hauptsache ihr macht's. Und schaltet morgen ein. Morgen kommt nämlich Breaking Trash, da ist auch wieder einiges dabei. Ihr habt es ja auch schon in den Stories verfolgt. Und folgt uns unbedingt auf Spotify, denn da gibt es unsere Love Island-Zusammenfassungen, die natürlich auch immer in den Stories sind, also da auch folgen. Ihr habt einiges zu tun, wenn ihr es noch nicht macht. Ja, genau. Und dann? Seid so, wie ihr bleibt. Auf Wiedersehen.